Wir fordern jetzt Salve auf, unser erster Interpret und sein Titel «Lasset sie, Frau Kinzi!» Grand Prix der Volksmusik 1989. Salvo stellt seine Frau Kürenzi vor. Ja, los, Herzi, Frau Kürenzi, bis lieb, wann bemühen Sie, wann Sie, wann Gott einzig Gott, können Sie nicht nur um ein Steuer. Das ist jetzt ein richtiger Italiano, ein Schweizer Italiano. Ganz ein sympathischer Kerl, voll von Leben. Jetzt kann ich durchaus auch nach zwei, drei Bierli mitschunkeln oder mitsingen sogar. Nein, dann braucht es fünf. Der Italo-Glarner schreibt nicht nur Songs für sich selbst. I Love You, die allererste Single von DJ Bobo, stammt aus Salvos Feder. Salvos größter Hit ist und bleibt aber Loset sie, Frau Kürenzi. Nein, lustig. Wenn du in diesem Moment Kürenzi geheissen hast, bist du wirklich ein armer Kerl gewesen. Können Sie nicht nur um ein Steuer losen Sie, Frau Kürenzi. Bitzli, Kockler, mühen Sie. Bewegen Sie sich ruhig ein bisschen, so schlafen Sie noch ein. Maya Brunner. Das Multitalent der Schweizer Showszene. Ob auf der Theaterbühne oder im Musical, Maya begeistert das Publikum. Der Durchbruch gelingt ihr 1987 mit dem Sieg des Grand Prix der Volksmusik. Das kommt euch Spanisch vor. Das kommt als Kopfendeck und Spanisch vor. Ja, Maya Brunner, die ist einfach grossartig. Das ist eine, die alles kann. Eine Powerfrau, oder? Das muss man sagen. Also, wenn Maya Brunner kommt, dann macht es alle aufstehen! Und dann stehen alle und dann geht die Post ab. Sie ist wirklich in allen Sparten daheim. Sei es Country, sei es Jazz, sei es Folklore. Und die nicht aufstehen, die sagen, das kommt uns Spanisch vor. Wenn du kein Wort verstehst, aber es kommt mir dann gleich Spanisch vor. Also, verstehen Sie es jetzt oder verstehen Sie es nicht? Und jeder Würstelstand in dem Land heißt jetzt Grill, eine neue Disco-Fasch. An jedem Ecke gesehen, nur mehr hey, dort tanzen hey. Kannst du nie mehr. Wo ist der Refrain? Das kommt durch Spanisch vor. Irgendwie mit dem Song komponiert von ihrem Bruder Carlo und textet von Charles Lewinsky der große Durchbruch. Und seitdem ist das Maya Brunner, wo wir landläufig kennen. Wir sind doch nicht in Spanien, wir sind Wiener. Der Film Margretli und Soldate wird 1942 zum Kassenschlager. Die Musik zum Film stammt von Teddy Staufer, dem Swingkönig von damals. Mit diesem Musikstil schaffen die Geschwister Schmied sogar den Durchbruch in den USA. Swissness mit Swing kombiniert, die sie sogar nach Las Vegas und nach Hollywood gegangen und haben damit Erfolg gehabt. Ja, das ist natürlich toll, dass Schweizer Volksmusik um die ganze Welt gekommen ist, gereizt ist. Das war eine andere Zeit. Das ist eine Musik, die ich sehr gut kenne und sehr liebe. Und ich auch, muss ich sagen, können profitieren davon, vor allem mit der Army Band. Da haben wir immer ein Medley gespielt mit Teddy Staufer und Geschwister Schmied Melodien. Und das war eigentlich immer der grosse Abraumer, muss ich sagen. Der singende Wirbelwind aus dem Tessin. Wo Nella auftaucht, ist auch die gute Laune nicht weit. Mit Bella Musica gewinnt sie 1986 den ersten Grand Prix der Volksmusik. Ai, 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 wo
Musica. Ai, 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 bella Musica. Ai, 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 Musica. Ja, Nella Bella. Hm? Wie sie lebt und lebt. Sie hat grossartig gesungen, grossartig Entertainment gemacht. Sie war immer wirklich super auf der Bühne. Wenn die auf der Bühne ist, dann ist etwas gelaufen. Überall, wo Nella auftreten ist, Caroline, ist es super gsi. Wieso war es super gsi? Sie hat überall gesungen. Sie war eine super Entertainerin. Sie konnte wirklich einen ganzen Saal unterhalten. Sie hat sehr schön gesungen. Ai, ai, ai. Nella ist auch als Texterin für andere Künstler erfolgreich. 1988 gewinnt Céline Dion mit Nellas Songtext den Concours Eurovision de la Chanson. And Miss Nella Martinetti. Oh, thank you very much. This is our composer Nella Martinetti. 2008 erhält sie den Ehrenprivalo für ihr Lebenswerk. Also das habe ich nicht erwartet. Nein, oh, mir ist ein Trümmelig, sagst du das ehrlich. Gegen Ende ihrer Karriere füllt Nella die Klatschspalten vor allem mit Skandälchen. In Erinnerung bleibt sie uns als Bella Nella. Schade, dass es sie nicht mehr gibt. Aber sie singt auch hier oben.